Die neue Börsenwoche beginnt am Mittwoch. FED-Sitzung mit der Zinsentscheidung. Wie sich das auf die Woche auswirken könnte, gleich in der neuen Ausgabe der Börsenwoche. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Börsenwoche hier auf Aktienlust TV. Ja, und eigentlich die Nachrichten, die gab es schon über das Wochenende, die eigentlich das zeigen, was aktuell los ist, nämlich Übernahmewelle, Fusionswelle. Nvidia kauft für 40 Milliarden Dollar den Chiphersteller ARM aus dem Beteiligungsgeflecht von SoftBank. Das macht durchaus Sinn, vor allen Dingen, weil man den Deal auch großteils mit eigenen Aktien macht. Da nutzt man natürlich diesen extremen Anstieg der letzten Wochen aus, und das ist sehr, sehr clever, um eben sich einen Konkurrenten einzuverleiben, der aber eher das eigentliche Angebot sogar sinnvoll ergänzt. Denn ARM ist ja der Spezialist für stromsparende Chips, was man gerade in Smartphones, Tablets etc. braucht. Und Apple will zukünftig da massiv darauf setzen, auf ARM-Technologie, und das bietet sich da natürlich an. Also das ist ein Deal, der durchaus Sinn macht. Ob der Zukauf bei Gilead Sinn macht, man hat sich für 21 Milliarden Dollar einen Krebsspezialist, auch ein Biotech-Unternehmen, einverleibt, zielt da vor allen Dingen auf einen Wirkstoff hin. Natürlich auch hier aktuelle Gilead-Chef kommt selbst aus dem Hause Roche, dort natürlich auch im Krebsbereich sehr aktiv gewesen, will auch Gilead dort in der Onkologie noch stärker fokussieren. Und hier ist natürlich auch weltweit ja riesig Bedarf. Aber natürlich heute Gilead erstmal etwas unter Abgabedruck. Also viele Analysten sehen den Kaufpreis viel zu hoch, doppelt so hoch wie der Schlusskurs vom Freitag. Also das ist spannend zu sehen. Aber möglicherweise kommt ja da die technische Unterstützung wieder ins Spiel. Und wer dann antizyklisch dazugreift, der könnte eben da auf Sicht von 2-3 Jahren dann durchaus eine gute Basis bei dem Titel haben, weil eigentlich, wir sind ja Fans von Gilead, Remdesivir hat sich jetzt nicht als dieser Blockbuster entpuppt, was manche Analysten da vermutet hatten. Ja, man setzt ja in Sachen Corona jetzt eher auf die anstehenden Impfungen, Impfstoffe, die da kommen, und nicht auf die Behandlungen mittels Remdesivir. Aber wie gesagt, die Perspektive ist das ganze Produktportfolio, was Gilead damit sich herumschleppt. Aber natürlich die Vorgaben für die Wochen trotz allem gemischt. Ja, am Freitag gab es ja nochmal Druck im Technologiebereich. Bei uns die Standardwerte eigentlich ganz fest, und das ist sicherlich auch ein Grund, dass der MIG eigentlich sicherlich ganz gut gelaunt ist. Ja, lieber MIG, hierzulande eigentlich alles gut im September, obwohl eigentlich im Technologiesektor noch ein bisschen Korrektur herrscht. Ja, irgendwie montags immer gut gelaunt und glatt rasiert heute. Ja, schauen wir mal, wohin der DAX uns heute läuft. Am Freitag sind wir noch bei 13.202 Punkten rausgegangen. Da sind wir auf der Stelle getreten. Aber die Vorgabenseite, gerade von der Wall Street, vom Dow Jones, eigentlich freundlich. Der hat nämlich am Freitag noch 0,5% zulegen können. 27.675 hier das Ergebnis. Ja, die Nasdaq, die Technologiebörse bei 11.087. Ja, die Technologieaktien, Jürgen, in den Vereinigten Staaten scheinen sich immer noch zumindest leicht im Korrekturmodus zu befinden. Aber die Makler, die Analysten hier in Frankfurt sagen auch ganz, ganz klar, das ist auch gut so, weil ansonsten, wie gesagt, der Index auch mal überhitzen könnte bei dem, was man da an Tempo hingelegt hat in den letzten Tagen und Wochen, von einem Rekord zum anderen, die Nasdaq und der S&P 500. Und das kann letztlich auch nicht gesund für einen solchen Index sein. Also sehen wir hier ganz klar Gewinnmitnahmen, da wird mal Kasse gemacht, da wird mal Geld vom Tisch genommen, da wird auch mal umgeschichtet, aber das ist ja auch im Interesse letztlich der Anleger und dementsprechend natürlich auch nicht unbedingt tragisch. Ja, letzte Woche Christine Lagarde von der EZB, diese Woche schauen wir auf Jerome Powell von der FED, die Notenbanken machen die Kurse.
Ja, es wird wieder die Woche des Jerome Powell. Diese Woche am Mittwoch tagt die Federal Reserve und von der erwartet man sich natürlich ganz klar neue Impulse, Jürgen. Ja, die EZB letzte Woche mit an der Spitze Christine Lagarde, ja, die war ja relativ verhalten, also dementsprechend doch eher abwartende Haltung. Da war keinerlei Zündstoff für die Märkte dabei. Also schaut man natürlich jetzt am Mittwoch ganz besonders auf die weltgrößte Notenbank und es ist nun mal die Federal Reserve. Ja, wahrscheinlich wird sie natürlich ganz klar kundtun, dass die Zinsen lange, lange Zeit zuerst einmal niedrig bleiben. Die Amerikaner ja aktuell bei 0 bis 0,25%. Ansonsten Spielraum hat man sich ja schon eingeräumt beim Inflationsziel von 2%. Da will Jerome Powell nach seinem letzten Wording ja sehr, sehr tolerant sein. Ja, letztlich, warum tut er das alles? Ganz klar, Konjunktur und Wirtschaft und vor allen Dingen der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten, den will er natürlich stärken, weil ihm die Arbeitslosenquote von 8,4% natürlich viel, viel zu hoch ist. Also der Mittwoch wird Zünglein an der Börsenwaage für diese Woche sein. Sollte Powell nicht liefern, könnten wir auch mit einigen Kursrücksetzern rechnen. Heißt also, die Woche dürfte volatil. Das heißt, dementsprechend unruhig bleiben. Aber die großen Auguren hier an der Börse sagen ganz klar, der Aufwärtstrend, und das ist ja nun mal ein Positivum, der ist nach wie vor intakt. Ja, wir schauen natürlich auch immer wieder nach den einzelnen Ländern, nach den Konjunkturen, nach den Wirtschaftsdaten. Und wir haben ja gesehen, Erholung ist im Gange. Aber wir merken momentan auch das Tempo. Das lässt dann doch etwas nach. Ja, und zudem haben wir ja einen alten Bekannten wieder, der mehr oder minder natürlich auch so ein bisschen die Kurse durcheinander rütteln könnte. Boris Johnson will den Brexit jetzt in einzelnen Punkten dann doch nochmal nachverhandeln. Klar, die EU fährt hier eine harte, harte Kante. Also könnte es durchaus sein, dass Ende des Jahres das Risiko besteht, dass wir dementsprechend einen Brexit mit einem No-Deal bekommen. Und das könnte sich dann auch nochmal negativ auf die Börsen niederschlagen. Mick, Brexit, ein never-ending Story. Ja, was steht diese Woche außer der FED-Sitzung noch an? Am Freitag, glaube ich, haben die Hexen den Besen wieder in der Hand. Ja, morgen haben wir dann direkt den ZEW-Konjunkturindex, vollkommen richtig, da schauen wir natürlich auch ein bisschen drauf. Am Mittwoch dann US-Einzelhandelsdaten, bevor dann die Federal Reserve am Abend ihre Pressekonferenz herausgibt. Das heißt, dementsprechend man den Worten von Jerome Powell lauscht. Dazu habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Ja, und am Freitag dann Hexensabbat, Verfallstag hier an der Börse. Und heute schauen wir mal auf die Hannover Rück. Da gibt es nämlich die Preisaussichten. Morgen am Dienstag dann Schaeffler mit der Hauptversammlung. Ja, da haben wir ja schon gehört, über 4000 Arbeitsplätze sollen ja hier wegfallen, also gestrichen werden, ja, auch Corona-bedingt bei Schaeffler in der Automobilzuliefererindustrie sieht es ja nach wie vor nicht so richtig gut aus. Ja, dann haben wir am Dienstag noch Adobe mit den Q3-Zahlen und Voltabox mit der Hauptversammlung. Ja, Voltabox, da könnte es dann auch tatsächlich unruhig werden bei der Hauptversammlung, bei den Aktionären. Die Aktie hat dieses Jahr exorbitant verloren, während auf der anderen Seite der Wettbewerber Warta läuft wie geschnitten Brot, nämlich von einem Step zum anderen nach oben. Ja, am Donnerstag dann der arg gebeutelte Flugbereitsteller Ryanair, das heißt die Flug-Airlinie, die ist natürlich auch von Covid-19, von der Pandemie, wie alle Flug-Airlines, auch natürlich unsere Lufthansa, massiv betroffen. Die haben am Donnerstag Hauptversammlung und dann haben wir noch am Ende der Woche die Pkw-Neuzulassungen des Verbandes ACEA. Aber Jürgen, wichtigster Termin sicherlich innerhalb dieser Woche, Federal Reserve, Mittwoch, Jerome Powell, der wird tatsächlich dann entweder die Märkte nach oben oder nach unten bewegen. Ja, danke dir, lieber Mick, für deine Ausführungen. Ich hoffe, du hast deine Golfsachen schon bereitgelegt. Donnerstag sehen wir uns ja nicht hier im Studio, sondern auf dem Golfplatz. Ja, wir machen ja einmal im Jahr, machen wir ja unser Golf-Event mit Nicole, mit Mick und unserem Golfpro George. Da dürfen Sie natürlich dann auch wieder mal zusehen, wenn wir alle so ein bisschen zusammenschneiden, ob der Mick beim Golfspielen Fortschritte gemacht hat. Letztes Jahr war das ja eher in dem Bereich noch
Platzflügen, also da wurde sehr viel zerstört. Also der Ball wurde zwar auch mal getroffen, aber Mick hat erzählt, er hätte fleißig geübt. Da können sich ja dann davon ein Bild machen. Wir machen da sicherlich einen Zusammenschnitt. Natürlich haben wir da auch Börsenthemen im Gespräch. Im Club machen wir beispielsweise digitale Lounge, wo wir eine Stunde lang nicht nur das Weintasting machen, was wir dieses Jahr statt dem Biertasting letztes Jahr veranstalten, ein Weintasting. In diesem Jahr, wir wollen dem George seinen Titel ja wieder abspenstig machen. Letztes Jahr hat er gewonnen, das wollen wir diesmal besser machen. Und dabei werden wir ein Börsenthema anschneiden, wie gesagt, live in der Lounge. Aber wir werden das zusammenfassen, dann auch nochmal hier auf Aktienlust natürlich dann hier Ihnen zeigen. Ja, wie Sie es gewohnt sind, schauen wir natürlich an dieser Stelle uns ein paar Charts nochmal an, um einfach auch ein Bild von der aktuellen Situation zu haben. Ja, eigentlich der DAX schlägt sich in diesem Umfeld ganz gut. Ich meine, der Nasdaq hat ordentlich eins auf die Mütze bekommen. Das sieht beim DAX doch noch ganz kommod aus. Aber klar, wo soll jetzt der Impuls kommen, dass man die Höchststände angeht? Im Monat September, Oktober liegt noch vor uns. Also die nächsten Wochen können diesbezüglich noch ein bisschen seitwärts laufen, ehe wir dann Richtung Oktober, November dann auch wieder Fahrt aufnehmen. Also das könnte eine sehr zähe Geschichte bis dahin werden. Ja, der Dow Jones hat den Angriff auf ein neues Allzeithoch ja abgebrochen, hat da erstmal wieder Gas rausgenommen. Klar, im Dow Jones haben wir auch Technologie-Schwergewichte enthalten. Und wenn dann eben Apple und Co. dann korrigieren, wirkt sich das auch im Dow aus. Wie gesagt, auch hier die 200-Tage-Linie ist noch ein Stück entfernt, 26.350. Soweit könnte der Dow durchaus auch nochmal zurücklaufen, um dann mit neuem Schwung Richtung Jahresende dann auch neue Tops zu erzielen. Im Nasdaq 100 haben wir hier ja öfters thematisiert, dass wir hier eigentlich noch ein bisschen tiefere Niveaus uns wünschen. Ob das kommt, das wissen wir natürlich nicht. Gut täte es den Technologieaktien, denn hier gibt es doch einige deutliche Überbewertungen. Und wenn wir hier nach einer möglichen Zwischenerholung nochmal Richtung 10.000 oder 10.500 Punkte wenigstens korrigieren würden, dann sähe es mit den Bewertungen der Aktien schon wieder ansatzweise normal aus. Natürlich immer noch sehr hoch, aber angesichts natürlich der Alternativlosigkeit von Aktien und eigentlich auch der soliden Wachstumsperspektiven der Technologiegiganten würde dieses Niveau dann schon einigermaßen in Ordnung gehen, um dann auch wieder mal langfristig Positionen aufzubauen. Ja, wer auch gar nicht so aus dem Quark kommt, ist der Hang Seng in Hongkong, nach wie vor der wichtigste Index, wenn es um chinesische Aktien geht. Und hier sehen Sie es im Bild, ja, der übergeordnete Abwärtstrend, der ist noch weit weg. Und zuletzt gab es auch wenig Impulse, da wirklich wieder mal Fahrt aufzunehmen. Heute ein kleines Mini-Plus im frühen Handel, aber das ist auch noch kein Signal, das einen da nervös machen muss. Interessant bleibt der Goldpreis. Und hier sehen Sie es mal, wie gesagt, er konsolidiert den technischen Ausbruch oberhalb der alten Rekordniveaus bei 1900 Dollar. Und solange das dort verteidigt werden kann, die 200-Tage-Linie, die stürmt ja jetzt im Eiltempo nach oben, mittlerweile schon bei 1730 Dollar, ist natürlich noch jede Menge Platz bis dahin. Aber ich glaube nicht, dass der Goldpreis jetzt nochmal nachhaltig unter 1900 Dollar fällt. Ich denke, wer hier Position aufbaut, auch bei unseren Minenfavoriten, der macht nichts falsch, denn die Geldpolitik der Notenbanken und die Politik der Regierungen mit ihren inflationären Kaufprogrammen und Investitionsprogrammen zeugt natürlich oder führt in die Richtung der Geldentwertung. Und da ist natürlich der Sachwert Gold gefragt, nicht nur bei institutionellen Investoren, auch bei vermögenden Privatanlegern, aber auch sogar bei den großen Staaten, die ihre Goldbestände derzeit dann doch eher ausbauen als abbauen, weil hier natürlich diese alte Form des Vermögensschutzes einfach noch existiert. Und man weiß ja nicht, was da alles in den nächsten Monaten da auf uns noch zukommt. Also Gold sicherlich eine sinnvolle Beimischung. Ja, dann schauen wir mal, was der Tag uns heute so bringt. Wir bleiben natürlich die Woche für Sie am Ball und wünschen Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche. Nutzen Sie nochmal das schöne Spätsommerwetter diese Tage aus, weil, wie gesagt, der Börsenherbst wird sicherlich heiß
Und da gilt es dann auch, die Weichen zu stellen für die Herbst-Weihnachts-Rallye vielleicht sogar und natürlich auch dann schon für 2021. In diesem Sinne, Ihnen noch eine schöne Woche, Ihr Jürgen Schmidt.